So, neues Jahr, neues Glück. Ich hoffe, ihr seid alle gut und unfallfrei ins Jahr 2018 gekommen. Und für dieses wünsche ich euch nur das Beste und viele schöne Erfahrungen. Weil die Bahnbrücke in Rechterfeld saniert wird, ist die Kreisstraße ab Montag dicht. Der Tunnel wird auf etwa 11 Meter verbreitert. Das dauert voraussichtlich bis April. Eine Umleitung für die Zeit der Vollsperrung ist ausgeschildert. Der Chef vom Markt 4 in Vechta will die Sportsbar in ein Café-Restaurant verwandeln. Die Wand zwischen Café und Sportsbar kommt raus und auch der Raucherbereich soll verschwinden. Essen und Trinken sollen künftig im Mittelpunkt stehen. Gehe ich dann später zum Meister, der gibt mir dann die Aufgaben, wie zum Beispiel jetzt die Reifenmaschine, Reifen ausfuchten. Ich war auch am Anfang sehr schüchtern und hier merkt man schon, auf dem Bau kriegt man dann schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Also das finde ich auch schon, das lernt man auch hier. Nicht nur das Handwerk, sondern auch vom Menschlichen hier. Also ich finde, als Frau kann man sich auch ordentlich durchsetzen und die Jungs helfen einem ja auch. Also meine Freunde machen gern Scherze drüber und ich bin ehrlich, hatte vorher auch so ein bisschen das Schubladendenken, wie sieht's aus, aber es ist ganz anders. Es ist wirklich, hier ist keiner stocksteif, sage ich, hier sind alle super freundlich, es ist viel Arbeit, es ist einem nie langweilig. Am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr gibt es in der Klosterkirche in Vechta Dialogkonzerte. Der Eintritt ist frei, von den Besuchern wird eine Kollekte erbeten. Ich wünsche euch ein schönes erstes Wochenende im Jahr 2018 und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.